So, Leute, wir haben nochmal neu gestartet. Also den letzten Spielstand. Genau. Jetzt sind wir in der Ausgangsposition, wie es gerade war, bevor ich die Flasche geworfen habe. Wie vorhin, genau, richtig. Und jetzt schmeißt Herr Hoxton gleich die Flasche. Ich möchte mich jetzt erstmal so hinstellen, dass ich in Sicherheit bin. Es sind viel zu viele da. Und sie gucken mal nach, warum sie keinen Schalldämpfer drauf haben. Weil ich kann ja kein Fläschchen werfen, weil die alle viel zu weit weg sind. Ich guck mal. Guck mal, ob ich mich hier irgendwie rankirschen. Ich glaube, hier kann ich gar nichts gucken mit meiner Waffe. Doch, das siehst du. Nee, das kann ich hier nicht gucken. Weil hier ist keine Werkbank. Also, wenn, dann müssen sie ein Fläschchen werfen jetzt. Passen Sie mal auf. Ich hol den mal hier hin. Ja, holen Sie. Oder ich pfeif den einfach mal an. Also ich hatte den Hans Becker schon erledigt. Ja, das war natürlich auch Kacke. Ich habe nur noch zwei Flaschen, das ist natürlich nicht so gut, aber ich schicke den mal hier hin. Hallo? Hauptsache, der kommt jetzt auch zu dir. Naja. Moment. Ja, ich? Was für eine Frage, wer ist da? Der Hoxton ist hier. Okay. Lautlos wie ein Luchs. Okay, der erste ist weg. Tja, dann würde ich sagen, gucken wir uns das Haus an. Oder ich gucke erstmal. Ich glaube, da sind aber welche drin. Ja, ich guck mal oben rum. Ja, da sind welche drin. Schicken so eine Drohne. Ja. Hier oben ist aber noch eine Möglichkeit. Vielleicht kann man da so durchschießen. Im Haus sind wir, haben Sie gesagt? Ich gehe mal ums Haus. Ja, super. Weil vielleicht ist hier auch wieder Eintrittspunkt oder überhaupt ein Eintrittspunkt. Und ich soll hier bleiben, oder was? Ja, Sie bleiben erstmal da. Oh, hier kann man aber sehr schön... Sehr schön gucken. Oh, und der Wind, der rauscht so schön. Oh. Ein rauschender Wind. Oh, ist das schön hier. Oh, ich möchte... Oh, was haben wir denn da? Oh, der sieht mich. Kann der mich so auch noch sehen? Da haben wir einen Dienstwagen. Oh, wenn das nicht der Heinz ist. Aber wer hat mich denn da gesehen? Der da. Und der da hinten sieht mich vielleicht auch. Machen Sie keinen Quatsch jetzt da. Machen wir erstmal den Hermann Kartig. Der will nach dem Krieg eine Familie gründen. Das haben wohl viele vor, ne? Ja. Und da haben wir auch noch einen. Guck mal. Und da haben wir den Heinz König. Jawohl. Der Hugo Becker. Alto. Der hat sofort Geleitschutz. Wartet von seinen Männern, dass sie alles geben. Na toll. Ja, normal. Vielleicht soll ich mal ein bisschen aufpassen hier. Nicht, dass er jetzt hier abhaut, ne? Soll ich den erschießen? Nein, warten Sie. Also ich bin oben in dem Haus, hier ist nix. Der fährt weg. Ja, lass ihn doch fahren. Das ist aber unser Missionsziel. Ja, der kommt aber wieder. Okay, der fährt weg mit vier Leuten im Schiff. Ja, macht nix. Ich komme mal zu ihm. Ja. Wenn ich es kann, heißt es. So, dann gucken wir uns die Kirche mal an. Machen Sie dafür Geräusche eigentlich? Ich habe gar keine. Das waren die Dinger, die Viecher. Natürlich. Oh, ich sehe einer. Ja, die können wir auch noch anlöckeln, genau. Und oben wird wahrscheinlich im Glockenturm. Oh, hier rauscht gerade Wasser. Ich hab. Nein. Nein. Doch. Nee. Kommen Sie mir jetzt nicht so. Was denn das schon sieht wieder? Schön aus hier mit dem Wasserfall. Hier. Hallo, bleiben Sie mal stehen. Ja, warten Sie, ich will das Wasserfall. Was wollen Sie, ins Wasser fallen? Nein, hier, gucken Sie mal, wie schön das aussieht. Oh. Da rauscht der Wasserfall. Warten Sie mal, ich mach mal ein schönes Bild. Oh, das ist schön. Ich mach mal ein Foto. Ja, das sieht schön aus.
Finde ich. Schön. Also ein Auto fährt hier rum. Der kommt, glaube ich, zurück. Warten Sie mal, ich mache mal schön Foto hier. Ich guck mal auf Karte. Ach, der ist da unten jetzt. Ullululu. Warten Sie mal, ich mache mal Foto. Hat der jetzt das Spiel verlassen? Ich mach mal Foto. Ah ne, das ist so. Hat der das Spiel verlassen? Wahrscheinlich hat er das Spiel verlassen. Wahrscheinlich die Nase voll. So. Was haben Sie jetzt eigentlich vor? Ich glaube, wir verlassen gerade das Gebiet, was wir machen sollen. Ich will hier eigentlich die Typen da unten an der Kirche. Die will ich anlöckeln. Ja, sprechen Sie doch mal vernünftig. Hält da kein Mensch aus. Die will ich anlöcken. Ach, die hier unten, meinen Sie? Krass, ja. Ja, warten Sie mal. Wir gucken mal, ob wir die anlocken können. Aber vorher könnten wir noch mal ins Haus links gehen. I will get it all done soon. Da war ich schon drin. Sie waren schon in dem Haus, wo die Hemden hängen und so? Natürlich. Also. Habe ich Ihnen doch gerade gesagt. Ich bin im Haus, da ist nichts. Okay. Ja, ich war hier. Ich war hier konzentriert. Warten Sie mal, ich gehe mal hier rüber. Aber wir haben ja keine Flaschen, das ist ja das Problem. Mhm. Das heißt. Hm? Wieso haben Sie keine Flaschen? Ja, ich hab nur noch eine. Hm. Das heißt, wir locken die jetzt hier hin. Mhm. Ich locke jetzt einen hin, aber wir warten, bis die jetzt erstmal hier. Ich habe noch zwei Flaschen. Die haben noch zwei, ich habe nur noch eine. Dann schmeiße ich die nächste Flasche. Ja, das wäre eine gute Idee. Ich könnte aber auch wieder nur so ein Fläschchen werfen mit Knallebums. Mhm. Nicht. So, erste Flasche fliegt. Warten Sie mal, warten Sie mal. Machen Sie keinen Scheiß. Erste da ist jemand drin. Erste Flasche fliegt. Der Heiko Bischof, Mark Hitler, Krieg bei Himmler, jedoch Gänsehaut. Ja, erste Flasche fliegt. Ja, lass fliegen. Ist da jemand? Ich pfeife den dann ran. Genau, machen Sie das. Pass auf, ich mach mal die Pfeife jetzt hier. Komm. Warum kommt der nicht? Oder ist nicht gehört. Ah, jetzt kommt. Ja, komm mal gucken hier. Hier ist Ass rein hier. Am ab. Okay. Gut, der erste ist schon mal weg. Mhm. Oh, da kommt noch jemand. Mhm. Oh, der macht Alarm. Was? Der in Gelb macht Alarm. Da bin ich für. Wette ich für. Der hat irgendwas gesehen. Ich kann ja noch eine Flasche werfen. Nein, warte noch. Da kommt noch jemand, der ist nicht markiert. Ja. Und noch jemand, der ist nicht markiert. Oh, scheiße. Mach ihn platt. Ja. Nee, lass ihn laufen. Wo rennen die jetzt hin? Nehmt alles auseinander. Die wissen ja gar nicht, wo wir sind. Das macht mich aber nervös. Da kommt einer bei Ihnen vorbei, aber... Ja, immer locker bleiben. Nichts machen. Ganz ruhig. Oh, voll unter Feindbelagerung hier. Der rennt durch. Vorsicht! Gas. Ja. Ja, die sehen uns nicht. Wenn sie sich nicht bewegen und nur stehen bleiben und ja. Die Kamera bewegen, ist alles gut. Jawohl. Sauber. Ey, so blind kann eigentlich gar keiner sein. Ja. Abrücken. Ja, komm, Gefahr 2. Ja. Ein alles Rücken. Sauber. Ein Rücken. Ich hatte keine Axt. Ich ja, geht doch. Boah. Hey, Jungs. Haben wir die jetzt alle markiert, ne? Ja, dann ist das, was wir wollten. Aber wir machen jetzt erstmal nichts. Nö. Wir lassen die alle wieder laufen. Ja, genau. Jungs. Erstmal ziehen. Tschö. Ja, Jungs. Tschö. Warte mal, ich pfeife mal ein. Warte, rechts von dir ist einer. Den sehe ich, den will ich doch. Soll ich pfeifen? Warten Sie noch. Jetzt. Hm, doch beide. Ja, ist ja egal, die kannst du. Moment mal. Da musst du mir nur helfen. Ich merke das schon. Du kannst schon mal auf den ersten zielen, der an der Treppe steht. Ja, ich ziele, wenn der was sieht. Guck mal, der geht an mir vorbei. Lass, bewege dich nicht, der andere sieht dich. Früher
oder später. Ich will den aber haben da. Ja, warten Sie, bis der andere vielleicht nicht weiter. Dann sag mir, ich habe mich beobachtet den einen gerade. Mhm. Wenn die Chance hast, Bescheid. Im Gras, dann. Moment, steht er mit dem Rücken zu dir, aber. Viel zu still. Das okay, der haut ab, nicht. Der andere. Hol ihn dir. Was soll das? Warum pfeift der nicht? F, ne? Ja. So, jetzt haben wir beide gepfiffen. Komm hier, zu einer jungen Dame kommst du doch bestimmt gerne. Habe ich mir fast gedacht. Tut mir leid. Vor allen Dingen jung. Was haben Sie gesagt? Was denn? Also. Ne, ja, hier war Gras. Haben Sie gehört? So, da ist noch einer. Soll ich ein Fläschchen werfen? Das letzte Fläschchen. Ja, welchen möchten Sie denn haben? Ja, der hier da. Kommt? Ja, ja. Dann schmeiße ich das Fläschchen. Ja, gut. Meine letzte. Ich werfe. Beeilen sich. Gut gemacht. Ich werde die Pfeife schon mal auswählen, entschuldigt. Ja, Leute, ich weiß. Ich weiß. Gewöhnt sich das. Wir spielen Sniper Elite nicht so, wie man Sniper Elite spielen sollte. Aber wir machen das so. Das ist ganz nett. Na komm. Was war das denn jetzt? Finden Sie den sexy oder was? Na, der ist schon geil, der Typ. Ich mag den Helm. Da kommt er. Ja. Komm mal her. Oh, da war jetzt aber ein bisschen mit Verzögerung. Ja, so ein bisschen, ne? So, wir haben jetzt so weit aufgeräumt. Wir könnten jetzt in die Küche. Nee, da ist noch. Rechts ist noch jemand. Mhm. Und links sind ja auch noch welche. Ja, aber nicht in der Küche. Ja, du bist aus der Küche. Wir können aus der Küche rausballern. Kommen Sie mal mit. Aha, also doch in der Küche. Ja, nicht wirklich. Ich will den einen hier weg haben. Oh, der kommt. Oh, das war keine gute Idee. Oh, scheiße. Warum höre ich auch auf Sie? Warten Sie mal. Warten Sie, ich komme wieder zurück. Nee. Okay. Nein, nein. Nein. Mach doch nicht so was. Warten Sie mal, der sieht mich. Wie kann er Sie denn sehen? Warten Sie mal, der sieht mich. Wer denn? Was? Wer da? Hallo? Hau ab hier, ey. Bleiben Sie da, wo Sie sind. Der kommt nee. Jetzt zu mir. Nee, 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 nee. Ich bleib nicht hier. Das können Sie vergessen. Scheiße, hier ist noch einer. Den haben wir gar nicht, den haben wir gar nicht markiert. Was zur? Fuck. Den sollte ich aber mal hier wegtragen, glaube ich. Boah, ich habe den letzten auch markiert. Hm. Kann ich klettern? Scheiße. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht. Oh, ach, wo muss ich denn hier langlaufen? War nicht hier eine Kiste oder sowas? Da war doch eine Kiste, ich doof. Ich laufe an der Kiste. Ja, die Kiste ist hier. Ich laufe an der Kiste vorbei. Nö, ist auch gar keine Kiste hier. Nö, ist gar keine Kiste. Hier ist eine Kiste, auch noch eine Kiste. Kann ich hier? Hier kann ich auch nicht. Dann kommt er hier in den Stall. Also hier ist auf jeden Fall eine Kiste, aber das macht er nicht. Ja, kommt er hier in den Stall. Zack. Ja, ich verstehe. So, so machen sie das. Stallbursche, ja. Genau. Was heißt denn jetzt, so machen sie das? So machen sie das. Also. So oder so. Ja, genau. Ja, ja. So, soll ich den letzten auch mal so pfeifen? Weil der war nämlich gerade ähnlich dabei. Ich hab hier jemanden, der möchte unbedingt sterben. Nee, erst pfeife ich den hier an. Warten Sie mal. Nein, machen Sie doch, das nicht. Doch, der will auch sterben. Der hat gerade, ich habe das Gebet gehört. Töte mich. Echt, der will auch sterben? Ja, der muss nur ein bisschen näher kommen. Sind Sie sich denn sicher, dass der auch sterben möchte? Ist das hier ein Friedhof? Ja, ne? Sind so viele Gräber. Ja, das ist ein Friedhof, das ist korrekt. An der Kirche, hinter der Kirche liegt der kleine Friedhof. Weil wir müssen ja eigentlich noch zu dem Bauernhof. Ah, er kommt. Hm.
dann wird er jetzt den ewigen. Leute, Jagd nicht verraten, dass ich den jetzt weggemacht habe. Nicht verraten. Psst. Ja, ich habe nichts gesehen. Er wird jetzt den ewigen. Moment, Sie machen hier einfach einen weg, ohne mir was zu sagen. Ja, ich habe einen weggemacht hier. Oh. Oh, es tut mir leid. Das tut mir jetzt echt leid. Haben Sie denn auch eine Kiste? Nee, ich habe hier in der Nähe nicht, aber hier steht auch noch jemand, der möchte auch sterben. In der Kirche? Nein, nicht in der Kirche, an der Kirche vorbei, aber dem folge ich jetzt leise. Ich werde mal an die Kirche werfen. So. Machen Sie keinen Scheiß da. Ich weiß nicht, ob da jemand drin ist. Nein, da ist keiner drin. Ich bin ja schon beim Gebetbuch, Seite 7. Ich hole mir auch jemanden. Mhm. Machen Sie keinen Scheiß. Machen Sie das richtig und sauber. Ah, bleiben Sie ruhig. Ich gehe mal an den Altar. Da stirbt jetzt jemand. Der ist jetzt leider gestorben, der Mann. Ich benutze den mal und lege den mal ins Gras, ja? Ja. Und ich muss euch sagen... Oh Gott, geht das schon mal los? Das ist ja hier. Ich hole den anderen noch mal eben. Oh, hier ist was. Warten Sie doch mal. Ich habe was gefunden, Herr Hoxen. Warten Sie bitte. Die Pfeife des Priesters. Was? Ja. Warten Sie mal. Und hier stand er auf seiner Kanzel und er betete, bis sie herunterkamen. Kann nicht wahr sein. So, ich heb mal auf, ne? Nein! Was? Sie sind doch gar nicht da. Ja, muss es denn sein? Ja, sicher. Ich habe das doch gefunden. Ja, warten Sie doch mal. Dann müssen Sie hier oben auch stehen und beten. Dann dürfen Sie auch aufheben. Ich darf aufheben, ja? Wo sind Sie denn? Ich stehe hier oben auf dem Priesterstuhl. Nee. Ach, da. So, ich heb auf. Ja, heben Sie. Eine Pfeife. So, jetzt dürfen Sie auch einmal die Predigt von sich geben. Einmal die dritte, bitte. Wahrlich, ich sage euch, so geht es nicht. Ihr müsst immer auf euren Nebenmann achten. Amen. Okay. Amen. Amen. Oh, mal wie gläubig er da steht. Ja. Oh Mann. So, wir müssen hier gucken. Ja, hier ist irgendwas. Was? Es ist über uns. Wie kommen wir denn da höher? Ja, irgendwo, wo wir klettern können, ne? Echt? Kommen Sie mal her. Kommen hier, Sie hier ist eine Tour. Hier ist eine Tour, aber da kommen wir nicht rein. Ja, dann müssen wir irgendwie von außen nach oben. Über hier. Warten Sie. Kommen Sie her. Ich habe eine Rinne. Ich habe eine Rinne. Ja, ist doch super. Warte mal, die hat ja gerade was gesagt für einen Grabstein ohne Namen, was? Ich bin doch schon da, Mensch. Wo denn? Ja, hier oben hänge ich. Warten Sie, ich guck mal, wo sie hängen. Ich sehe sie ja nicht hängen. Du rennst auch immer doof in der Gegend rum. Ach, du bist an mir vorbeigehängt. Hm. Ach, da bist du. Nimm da die Rinne. Die Rinne, die da. Ja, geh doch hoch da. Die erste Rinne, ich war auf der zweiten Rinne. Ja, ist ja egal. Ich geh schon mal rein. Nein! Moin! Ich bin drin. Kommen Sie, ich warte doch auf Sie. Bleiben Sie doch ruhig. Das ist auch nett von Ihnen. Sind Sie da? Ich komme jetzt. Ja, dann los. Ich bin jetzt da. Ich bin jetzt auch da. Oh! Warte, steht da Vaseline? Nee, Vaseline. Veline, nicht Vaseline. Veline. Veline, Veline, lass dein Haar herum. Oh, da liegt was, da leuchtet was. Oh! You're really good as they say, huh? Ah, da ist unser Ziel. You're gonna have to hold on a little longer. There's a resistance camp just south. Ich hab hier was! Ja, das wurde ich ja nehmen. Warte mal, was soll ich nehmen? Okay, Chief. I'll hold the fort. Stay safe out there. Jawohl. Okay, er hält die Stellung, sagt er. Okay. How are you holding up? Okay, ein Ziel haben wir geschafft. Yes. Can't complain. I was starting to get worried, though. Aber du fühlst dich hier ziemlich wohl, Kollege, ne? Na, egal. Did you get past those Nazis? Wir gehen mal weiter. Er redet gerade über die Nazis. Was ich sagen wollte. Er ist auf dem Bauernhof. Boah, hier möchte ich auch bleiben, ey. Hier ist schön.
Oh. Aber hier ist wieder ein Fenster, das hat doch wieder irgendwas zu bedeuten. Ja, gucken Sie durch. Ja, mache ich gerade. Geil. Sie werden bestimmt... Oh, das sieht so toll aus, ne? Sie werden... Jetzt hören Sie doch mal auf, mich zu ärgern. Sie werden bestimmt einen Adler finden. Ja, dann hätte ich doch gesagt. Oh, hätte ich doch gesagt. Ja, sagen Sie gleich. Habe ich ja nicht. Aber ich sag jetzt gleich. Nein. Sie dürfen auch noch mal durchgucken. Ich vielleicht finden Sie gerade ein anderes Fenster. Das Fenster. Kommen Sie mal her, Sie können mal hier durchgucken. Oh, was ist das denn da? Also wenn jetzt hier keiner zu finden ist. Ich gehe mal die Leiter hoch, ja? Na, warum? Ja, weil ich das will. Gucken Sie mal. Die warum Leiter sind Sie immer oben. Hier oh! Ach, das ist gemein, oder? Oh! Ich komme auch mal. Wo ist denn die Leiter? Wo ist die Leiter? Oh! Die Leiter, warten Sie, ich komme auch mal. Oh! Warten Sie, ich bin gleich bei Ihnen. Halten Sie durch. Und dann? Ja, hier rüberspringen. Rüberspringen. Ja, wie mache ich das denn? Na links! Ja, Leertaste. Macht er nicht. Ach, nach links. Ach so. Oh, Alter. Ist ja gut. Oh! Da ist eigentlich nichts. Aber ist egal. Oh. Ja. Wir gucken mal auf die Karte. Was ist denn unser nächstes Ziel? Wir sind ja jetzt da, ne? Da. Oh, die Resistance hat hier unten ein Lager errichtet. Ja, und die Absturzstelle, die nächste ist auch da unten. Also in die Richtung, würde ich sagen. Aber wir müssen noch ein paar Singer. Nein, wir machen erst da unten und dann holen wir uns auf dem Weg nach oben wieder die Dinger da. Aber wir gehen schon mal runter wieder. Warten Sie doch mal, wir können doch auch mal kikern. Ja, du, hier, komm mal her. Oh. Komm mal runter da. Da siehst du doch nichts. Du sollst hier rausgucken, hier aus dem schönen kleinen Fenster. Von unten? Ja, von hier, wo ich bin, hier. Guck. Komm mal her. Da war ich doch gerade schon. Nein, du musst auch durch das Fenster gucken, da. Hier! Oh, stellt die sich doof an. Da! Dieses kleine? Ja, guck doch einfach mal. Eigentlich haben wir ja noch gar nicht so viel gefunden. Ne? Wir gucken mal eben im Wehrpass. Wir haben nur die Pfeife gefunden. Hm. Da. Aber wir haben natürlich noch... Da, schaut euch dann. Die Pfeife. Da ist das Flugzeug. Eine Pfeife von hoher Qualität. In der Schale ist doch Asche. Also wurde sie erst kürzlich benutzt. Ich würde wetten, dass sie dem Pastor der Kirche gehört hat. Ich bin erstaunt, dass sie sich noch kein gieriger Nazi in die Tasche gesteckt hat. Genau. Vielleicht haben sie auch einfach Angst, einen Mann Gottes zu bestehlen. Genau, das glaube ich auch. Also wir gehen jetzt straight away nach unten, Richtung Süden. Aber Freunde, genau, das will ich auch sagen. Aber hier sind noch zwei nicht markiert, sehe ich. Wie es dann weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.